Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir mit Lloyd das Kolosseum durchgerockt und, in den Einzelkämpfen meine ich. Und jetzt werden wir mal die Gruppenkämpfe hier abschließen. Die höchste Klasse, 40.000 Geld. Die höchste Klasse, also. Tut mir schrecklich leid, aber ihr habt nicht genug Geld, um was? Oh! Da! Ihr habt nicht genug Geld, was? Na gut, das lässt sich leicht ändern. Brauchen wir irgendein Zeug? Nein. So, Mr. T, lass du mir hier mal kurz ein paar Sachen verkaufen. Wohl ein paar Sachen verkaufen ist gut, ne? War nur ein bisschen. 40.000, oh, dann am besten noch mal speichern. Ich das nicht immer wieder machen muss, falls ich es nicht schaffe. So. Ich hab so das Gefühl, da kommt irgendwie so ein Cameo-Team, ja. Also ein Team mit Tales of Charakteren aus anderen Tales of Spielen. Also ja, mal gucken. Irgendwie ist hier noch ein bisschen Platz. Vielleicht kommt ja noch jemand. Aber mal schauen. Lloyd, Celis und Rain nehmen teil, richtig? Ja. Dann mal los. Ja, ich bin bereit, es gibt ja keinen Kommen mehr. Aber versuchen wir das mal. Wir kommen, gleich fliegen die Fetzen bei unseren atemberaubenden Gruppenkämpfen. Soeben betritt das Team von Lloyd, der den Titel Schwert der Schwerter trägt, die Arena. Nennt mich nicht so. Beginnen wir mit dem ersten Kampf. Breit los. Oh Gott. Müssen wir kurz mal gucken. Ja, Null feiert sich immer noch nicht. Ja, das habe ich mal abgestellt. Ich weiß nicht mehr wieso, aber ich hab's. Oh nee. Sehr gut. Also lange Rain lebt und wiederbeleben kann, ist eigentlich sehr gut. Irgendwie nicht ans Kochen gedacht, aber egal. Macht sie irgendwie richtig komisch aus. Okay, das ist immer schon mal richtig auf Nerven. Hat er durchgemetzelt. Nein, Rain, du darfst mich fighten. Am besten, ich verbrauche auch nicht so viele TP. Meine Güte, frag doch mal. Sehr gut, danke. Hey, was mit mir? Oha. Ich verlange ja nicht viel, aber bitte. Danke. Wäre gut, wenn wir jeden Kampf so ohne HP-Verluste ungefähr abschließen. Team Lloyd gewinnt den ersten Kampf. Weiter so, Leute. Weiter mit dem Kampf Nummer 2. Bereit? Los! Was wird? Was, das sind zu viele. Das sind mir ein bisschen zu viele. Ja, das war sehr doof. Das war sehr doof. Finger weg von dem. So, der Angriff, der bringt es eigentlich voll. So, vielleicht noch ein bisschen hochheilen. Machst du Flucht, was? Wie Flucht? Habe ich kaputt? Danke. Aber ist jetzt auch noch nicht so schwer. Aber wer weiß. Ja, dann war auch nicht schwer, bis auf diesen einen Vogel. Team Lloyd gewinnt den zweiten Kampf. Wir sind noch nicht fertig, los geht's. Wir machen einfach weiter. Der dritte Kampf fertig, los. Oh ja. Ah, wer gleich kommt irgendeine dieser Drachen.
Oh, meine TP wieder. Wenn jemand heilen vielleicht. Aber jetzt frecken ein bisschen gefährlich, habe ich so das Gefühl. Danke. Nein, nicht auf Rain. Ich wollte schon Ray sagen. Aber das hätte nicht gestimmt, ne? Nein, ich treffe dich nicht, komm runter. Ja, sehr gut. Jetzt kann ich wie ein Blöder draufhauen. Warum? Bisschen TP, also nur normal angreifen reicht schon. Okay, das war ein bisschen leicht übertrieben, aber egal. Aber mit unseren Leveln schaffen wir das eigentlich. Habe ich so das Gefühl. Ich habe mir ein bisschen unmöglicher vorgestellt. Auch der dritte Kampf geht an Team Lloyd. Wir haben wieder gewonnen. Wir müssen bis zum Ende so weitermachen. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Hier kommt der vierte Kampf. Fertig, los! Wahrscheinlich ist der letzte Kampf voll überkommen. Oh nein, Zauber. Was bist du denn für ein Teddybär? Oh, das sind auch nur drei. Gut. Sehr gut. Okay, der eine ist, glaube ich, ein bisschen nah an. Doch nicht. An Rain, dachte ich. Aber anscheinend nicht. Also mit Rain im Team und Zellos kann eigentlich nicht viel passieren, habe ich so gehört. Aua. Also wenn die Gegner ein bisschen mehr abgezogen hätten, aber das ist nicht der Fall. Bams. Bah. Nötiger TP vorauf vielleicht. Sehr gut. Danke. Halt euch mal hoch, bitte. First Aid habt ihr übrigens auch noch, ne? Falls ihr mal eine schnelle Heilung braucht. Also setzt das auch mal ruhig ein. Ja, jetzt könnt ihr mich heilen, wenn ihr wollt. Oder angreifen, keine Ahnung. Ich halte das aus. Ich bin ein starker Kerl. Verdammt, ich wurde noch nicht geheilt, Mann. Du bist ein Vollidiot, das bist du. Nicht super. Team Lloyd gewinnt den vierten Kampf. Der nächste Kampf ist der letzte. Wir müssen unser Bestes geben. Endlich sind wir beim letzten Kampf angekommen. Wird die Göttin des Sieges Team Lloyd gewogen sein? Hier kommt der letzte Kampf. Fertig, los. Oh nein, zwei Druiden. Die können auch bestimmt. Ja. Oh Gott, das könnte vielleicht ein bisschen nervig werden. Weil wenn die auf meine beiden Heiler aufgehen. Was ich ja mal gar nicht toll finde. So, keine TP mehr sparen. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Ich hab's drauf. Bin stolz auf euch. Nein, du gehst auch voll auf die los, ne? Ja. Ist gut, Mann. Gut gemacht, Rain. Jawohl, der ist weg. Oh, sehr gut. Tja. Wie auch immer diese Dinger in die Scheiden reinpassen von Lloyd. Team Lloyd hat es geschafft. Er hat alle Gruppenkämpfe gewonnen. Es hat alle Gruppenkämpfe gewonnen. Also, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind die Besten. Jetzt kommen wir zum Interview mit unseren Gewinnern. Lloyd, wie war es? Hehe, uns kann nichts aufhalten. Verstehe, deine Strategie und Taktik müssen ja der Wahnsinn gewesen sein. Leute, du hast uns eine beeindruckende Show als taktischer Erster geliefert. Und als Sieger der Gruppenkämpfe erhält Team Lloyd 50.000 Gold und das Ultima. Oh,
Bis zum nächsten spannenden Turnier hier ist unsere Arena. In unserer Arena. Auf Wiedersehen. Hm? Bitte wartet noch. Unsere Zuschauer haben heute einen Glückstag erwischt. Wir wollen ihnen gerade einen Showkampf präsentieren. Teamleute, seid ihr bereit? Los geht's. Der Showkampf, fertig, los. Ja, da habe ich mir gedacht. Mein Gott, wer ist das denn? Gar, Meridi und Farah. Okay, die kommen mir bekannt vor. Die auch, der nicht. Okay, der macht uns jetzt fertig, ne? Oh Gott. Die kenne ich vom Kostüm aus dem Dingens. Aus Cilia. Das ist ja voll mies. Hachitorain, okay. Mein Gott, die macht mich fertig. Okay, jetzt reicht's. Hör auf zu zaubern. Du gehst mir auf den Nerven. Au! Au! Nein, und Rain ist auch weg. Okay. War ein bisschen... Ja. War ein bisschen klar. Oh, so schade. Das Team von Lloyd hat den letzten Kampf verloren. Wer zum Geier waren diese Typen? Hey! So, so heißt eine Trophäe in Grace, das ist irgendwie so weiter. Wir würden gerne sehen, wie sie sich ihre Ehre im nächsten Showkampf zurückholen. Auf Wiedersehen, verehrte Zuschauer. Bis zum nächsten erbitterten Kampf. Okay, das war merkwürdig. Ich meine, war ein bisschen offensichtlich, aber naja. Also jetzt muss ich immer die höchste Klasse machen, oder wie? Ja, ich habe das Ultima bekommen. Also so ein... Ach, das war es halt irgendwie so. Versteckt den Angriff um ein beträchtliches. Corona, feines Granulat. Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Und weil er ist jetzt kaputt, ey. Ey. Haben wir das auch mal. Wo ist es? Ja, 200. Auf beides. Ja, doch, ist doch ein bisschen heftig. Jetzt haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Versuchen wir mal mit jemand anderen hier weiterzukommen. Ja, warte mal, wir haben ja einen neuen Titel bekommen. Taktische Erster, Freundschaft, Stärke, Sieg, Vertrauen und Teamarbeit bringen dem ultimativen Ruhm. Schwert der Schwerter. Taktische Erster. Ja. Wahrscheinlich, der tut natürlich nicht auf alles hier voll heilen, aber was soll's. Voll heilen, vollen Bonus geben, aber was soll's. So, du bekommst jetzt die gleichen Klamotten wie Dingens. Lloyd. Und zwar... Und du bekommst einmal Ultima und einmal Dingens. Das hat 10% der KP wieder gibt nach dem Kampf. Wenn ich jetzt finden würde. Kann man auch noch mal machen. Wenn ich jetzt finden würde. So, langsam. So, ja. Und dann tun wir doch lieber Ultima rausnehmen. Ich hätte lieber regelmäßige HP dazu. So. Speichern. Gucken, ob ich mit Presser gewinne. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall noch trainieren für den Kampf. Habe ich so das Gefühl. Ich kann auch keine Items oder so einsetzen und so. Das ist ein bisschen doof. So, wer nimmt teil? Na, Presser. Wer denn sonst? Ja. Wir gucken, ob wir das schaffen. Muss wahrscheinlich mit jedem Charakter ihr das schaffen. Dann kriegt man irgendwie eine geile Waffe und so. Und ein Titel. Ach ja, den Hammer, stimmt. Boah. Wird eigentlich auch kein Problem sein. Außer gegen den Vogel natürlich wieder. Sehr gut. Schön mit dem Quietscher mal. Werde ich auch vermissen, falls ich das hier schaffe.
Na komm. Ja, ich kann kochen, aus irgendeinem Grund. Ich habe doch... Egal. Bisher gewinnt den ersten Kampf. Die Meisterklasse trägt ihren Namen zurecht. Ich werde meine Angriffshaltung anpassen. Mal sehen, ob du in diesem Tempo weitermachen kannst. Runde 2, los, Bams. Ja, okay, du machst einfach. Quietsch. Sehr gut. Mit dem Petrus für diesen Vogel mal aufbewahren. Ja. Ob ich da auch mit Genis und so schaffe. Ob ich das aufnehme. Mal gucken. Mit Weagle könnte ich mir noch vorstellen. Mit Zellos könnte ich mir vorstellen. Mit Colette vielleicht sogar auch noch. Aber mit Rain und Genis, das könnte. Aber mit China vielleicht auch noch. Wo China könnte auch schwer werden. Was heißt, sie hatten Dingens? Meisterklasse, zweiter Sieg. Keinen Schaden festgestellt. Ich bin eine fähige Kämpferin. Ja, 5 Kämpfe waren dann, ne? So, jetzt kommt er wieder. Ja gut. Nein, nichts da. Okay, wenn man den kennt, dann... Welche Person tut so schnell zaubern? Au. Warte, der zieht mir fast gar nichts ab. Okay. Wow, ist das einfach. Bisher ist das voll einfach. Vierten Kampf. Okay, warte mal, das nochmal. Ach du. So. Das ist voll einfach mit dir. Ich find's toll. Vierter Sieg. Ich werde auch den nächsten Kampf gewinnen. Jetzt Runde. So. Jetzt du. Wahrscheinlich hat sie eine viel bessere Abwehr als Lloyd. Matt. Ja, der macht mich fertig. Okay, er lässt sich auch gar nicht stunnen, sehe ich gerade. Ja, ist gut, hör auf mit dem Angriff. Der ist ein bisschen nervig. Er lässt sich gar nicht stunnen, scheiße. Ich meine, verdammt. Ja, super. Ja, verdammt! Er lief so gut und dann kommt der um die Ecke und haut mich wieder weg. Ist klar. Ah. Ja, da ist schon wieder Laden. Ja, das ist natürlich wieder richtig toll. Ey, der hat mir so viel Schaden gemacht. Die anderen haben mir gar nichts gemacht. Und dann kommt er um die Ecke, natürlich. Natürlich. Ja, wo ist dieses Ding, was mir Abwehr gibt? Zeitweilig die Verteidigung. Mach mal das und vielleicht noch irgendwas, was mir vielleicht was gegen Feuer bringt, falls ich sowas habe. Feuer und Licht beständig. Ja, nehmen wir das mal. Ich gehe sowas von noch mal in diesen Kampf rein. Darf doch nicht wahr sein. Die ganze Zeit kein Problem, ne? Und dann kommt auf einmal so ein Typ und da macht mich schon fertig, ey. Das brauche ich irgendwie nicht mehr, habe ich so das Gefühl. So, du nimmst mal ihr Ultima, glaube ich. Zack. Die KP brauche ich irgendwie nicht. Im Kampf. So, mach mal das jetzt noch schnell. Hoffentlich schaffe ich das. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Mmh.
Was? Sehr gut. Blink. Blick, Blick. Blick, Blick. Okay, sehr schön. Vielleicht werde ich offscreen noch ein bisschen trainieren und dann noch mal hier ins Kolosseum reinkommen mit den anderen Charakteren. Mal schauen. Nur Level 80 oder so. Ich möchte noch gegen ein Cameo-Team hier gewinnen. Ich habe gelacht. Bah. Kannst du es wagen? Ich werde wohl am Ende mehr HP geheilt bekommen, als ich verloren habe, oder? Ja, irgendwie nicht, aber egal. Verdammt. So, jetzt kommt der dritte Kampf, ne? Das war gegen diesen... ach, der, ja. Der war irgendwie einfach mit ihr, also los, komm. Was? Warum habe ich jetzt so Probleme? Er darf nicht wahr sein. Ich glaub, ja. Ja, ich komme nach ein bisschen Training so was von wieder hier hin, dann seid ihr alle tot. Das kann ich euch schon mal sagen. Also könnt mich mal hier mit Level 80 hier wieder, könnt ihr mich hier wiedersehen und dann mache ich euch alle fertig. Aber so was von. Aber ich würde sagen, bis dahin mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!